Ja, da klopft jemand und willkommen zurück hier bei Resident Evil 7. Jetzt legen wir mal richtig los, würde ich sagen. Hier geht's auf jeden Fall gerade ordentlich ab. Das hören wir schon. Und ich würde sagen, da atmet jemand. Da gehen wir erstmal runter. Ist bestimmt positiv. Sehr positiv für uns. So. Ich möchte nicht, ich will wieder zurückgehen, aber können wir ja nicht. Oh, wer ist das denn? Guck mal, da ist Mia. Die sieht ja gut aus. Hi. Bist du ein wenig durchgedreht? Kann das sein? Ja, genau, wie uns auf einmal werfen kann, ne? Da hat wohl jemand Kraft gesammelt. Genau, mit einem Messer. Ist klar. Oh, ja gut, die will auf uns einstechen. Das sollten wir eventuell verhindern. Das, okay, gut, ja, die ist nicht ganz dicht in der Birne. Das merken wir schon relativ früh. Nein, nein, hör doch auf damit, du Irre. Muss ich immer noch R2 drücken, ich weiß es nicht. Nein, okay, das ist nicht ganz gesund. Bitte hör auf damit. Ich glaube, das tut weh. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! Okay, ich glaube, die will sich gerade bewusstlos machen. Ja gut, das sieht jeder anders. Wenn du das so siehst, dann sieh das gern so. The fuck are you, Mia? Erstmal ein Erste-Hilfe-Kit reinziehen. So. Ich glaube trotzdem, es tut immer noch weh. Hab ich so das Gefühl? Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber mein Gefühl sagt, es tut weh. Sie ist auf jeden Fall noch ganz normal drauf. Okay, ob das so schlau ist? Nein, ist es nicht. Dankeschön, dass du uns durch die Tür wirfst. Guck mal, da ist eine Axt. So. Komm her, Bitch. Shit. Da hat sie uns... Hör auf damit, du bist unhöflich. Unhöflich, 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 unhöflich. Guck mal, da komme ich, um dich zu retten. Und null, null Dankbarkeit. Ja gut, menschlich gesehen ist das natürlich gerade schon krass, wenn man halt wirklich so gegen seine, ja, Frau dann so, ne? Ja, wenn man halt die mit der Axt schlägt, sag ich mal. Ist es menschlich gesehen wirklich nicht geil. Aber, ne? Ist halt nur ein Spiel, so muss man das auch sehen. Auch wenn man da jetzt so ein bisschen auf die menschliche Seite einfach mal eingeht und sagt, ja gut, es ist natürlich schon krass, ne? Wenn man jetzt hier auf einmal seine Olle so verhauen muss. Kriegt die Axt denn wenigstens wieder? Nee, die behält sie natürlich, die will ich aber wieder haben. Es ist trotzdem nur ein Spiel und ein Spiel, das Spaß macht natürlich, ne? Es soll uns einfach richtig krass schocken und das Telefon klingelt. Da gehen wir jetzt erstmal dran. Hallo. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Dachboden. Och nee, die kommt doch jetzt safe zurück und tut uns nochmal was an. Nö, aber die Axt haben wir wenigstens wieder. Die ist einfach verschwunden. Och nee, die ist hier doch... Ja gut. Och nö. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Ja, wo sind die nur alle hin? Mia hat sie gefressen. Komme ich durch die Hintertür? Nein, oder? Eh nicht. Die ist natürlich zu.
Gut, dann kriegen wir jetzt wenigstens den Schrank da hinten auf. Wir sind gerade mal bei 5 Minuten. Schon bin ich wieder am Ende mit den Nerven. Richtig nice Sache auf jeden Fall. So, Sicherung. Get out! Oh nein. Och nö, bitte geh weg. Du nervst mich. Ich will nicht, dass die hier rumläuft. Die ist voll nervig. Die ist hardcore nervig. Setzen wir hier jetzt mal unsere Sicherung ein hier. So, jetzt trinke ich erstmal was. Das habe ich mir nach der Aktion gerade auch verdient. So. Was passiert jetzt? Oh! Nein, es ist nicht okay. Verpiss dich. Doch. Dachte ich mir ja. Was? Die ist doch komplett irre in der Birne. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Komm schon. Nein, nein. Komm schon. Nein, die ist doch irre. Komm schon, zieh es raus, komm schon. Do it. Als ob. Meine Gurde, du bist nicht ganz dicht in der Birne. Mit dir stimmt irgendwas komplett nicht. Das war meine Hand. Kauf dir eine eigene. Okay, weißt du was? Das erste, was ich jetzt erstmal mache, ich benutze erstmal ein Erste-Hilfe-Kit. Für die nicht mehr vorhandene Hand. Oh Gott, wie das. Oh Gott, nee. Wie das da rauskommt. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ansonsten, was ist falsch mit der? Was ist zum Teufel falsch mit der? So, geh, schnell, schnell. Oh, hier können wir eigentlich noch speichern. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Mit einer Hand speichern, coole Sache. So. Gut. Okay, das hier ist also der Raum, aus dem wir rauskommen. So, boah, endlich eine Knarre. Thank God. Okay, fine. Wenigstens haben wir jetzt zwei Waffen, das ist schon mal das Gute. Okay, jetzt aber raus hier. Hier ist noch ein bisschen Munition. Können wir da eigentlich nachladen? Nee, mit einer Hand wird es auch schwierig, denke ich. So, ich glaube, diese Kombo zwischen Axt und Pistole ist gar nicht mal schlecht. Haben wir wenigstens was zum Schießen und was zum, Nahkampf. Für den Nahkampf. So. Wir hauen hier mal alles kurz und klein. So. Noch mehr Kisten. Alles machen wir mal kaputt. So. Was ein Glück. Noch mehr Ammo. Aber irgendwelche Nachrichten sind hier jetzt, glaube ich, nicht. Nee. Absolut nichts. Gut. Eine Kiste ist hier noch. Komm her, stirb. So. Mehr sehe ich hier jetzt tatsächlich nicht. Bestimmt ist hier noch irgendwo irgendwas versteckt. Die sind ja so fies und verstecken immer alles so krass.
Ich gehe dann mal wieder runter. Ja gut, dann spring halt auf mich drauf. Du bist nicht ganz dicht in der Birne. Ich lade mal eben kurz nach. Es. Ich bin es. So, in dein Gesicht, Bitch. In dein Gesicht, Bitch. In dein Gesicht. In dein fucking Gesicht. Ja, das ist schön und gut, das hilft uns noch nicht weiter. Kann ich die Kettensäge haben? Die kommt auch immer wieder. Die ist auch wie so ein Arschkrebs. Okay, also durch den Dachboden komme ich jetzt schon mal nicht mehr raus. Hier, muss ich nachladen? Nein, ich habe nur 7 Schuss. Was? Achso, ja, gut. Dann sind wir jetzt im Geiste wieder vereint. Wie moralisch wertvoll. Oder literarisch heißt es so. Willkommen in der Familie, nice. Habe ich übrigens schon gesagt, wieso wir mit englischer Synchro spielen? Ich glaube nicht. Das hat einfach den Grund, dass ich die englische Synchro besser finde. Den Teil kennen wir aus dem Trailer. Ja, die englische Synchro finde ich im Allgemeinen bei den meisten Spielen besser. Vor allem bei Horrorspielen. Deshalb, spielen wir auf Englisch. Klingt böser. Come on. Don't you die on us now. You have work to do. Oh oh. Wenigstens ist unsere Hand jetzt wieder dran, glaub ich. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Das sieht ja super aus und der Typ da links wirft mit Essen. Was ist das für ein Spaß? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Ja gut, jeder kriegt, was er verdient, ne? Ist nun mal so, wenn man nicht freundlich zu seinen Gästen ist. Nee, isst du mal lieber. Ach komm, der Typ dreht doch sonst mega durch, ist einfach. Da ist die Oma! Nein, 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 bah, nein, geh weg. Oh, ist das eklig. God damn it. I bet it's that cop again. God damn pigs. I'm coming back for you. Er redet von einem Cop, das ist schon mal nicht schlecht. Kommen wir jetzt hier raus? Beziehungsweise hier runter? I gotta get out of this. Ja, dann versuch es doch. Okay. Ja gut, ich würde sagen, hab ich mir einen Timer gestellt? Ja, hab ich ein Glück. Gut, die nette Dame ist auf jeden Fall hier, die chillt mit uns, die tut uns auch nichts. Einen schönen Schal haben sie, steht ihnen sehr gut. Och nee. Nikos Hardware. Säge, Seil, Tierhalsband. $399,80, ist klar. Der kauft 20 Halsbänder, was falsch mit dem?
Steuer, Brutto, was zum Teufel? Das nenne ich doch mal ein Festmahl. Boah, hier steht auch nur crappy Zeug. Die haben sie doch alle nicht alle. Geil. Richtig lecker. 13. März, weiblich, 50er, fleischig, Sauté. Interessant, was ist mit Sauté gemeint? Heißt das, sie will daraus ein Gericht machen, das Sauté heißt? Die Frau sollte vielleicht einfach mal putzen. Ich meine, ne, was macht die denn schon den ganzen Tag? Oh, ein Kraut, wie geil! Man heilt sich also wieder mit Kräutern, mit Kräuterle. So nenne ich die jetzt einfach mal. Mit einem gerollten R, weil es sich besser anhört. Und epischer und freundlicher. Was ist das? Ein Schuh. Evelyn. Okay. Der gehört nicht mir. Oh nein, ein Kräuterle. Ich finde das so toll. Wir können uns wieder mit Kräutern heilen, wie damals. Das ist echt cool. Solche Sachen freuen mich echt. Die machen mich so richtig schön nostalgisch. So, wir lassen am besten wieder alle Schränke offen, die wir benutzt haben. Hier fehlt was. Also in alle Schränke, die wir reingeguckt haben, die lassen wir offen stehen. Damit wir einfach nicht, vergessen. Was zum Teufel, was ich... Kraut dahinter, ist klar. Wenigstens haben wir jetzt zwei davon. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörden bitten um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. diesen Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvey reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre, Stickland und Clancy Javis. Die drei produzierten Videos für das Internet und waren nach Dalvey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Coole Sache. Die kennen wir schon. Wir waren ihnen näher, als uns lieb war. Nenn ich's mal. Okay, unsere Freundin ist noch da, das ist schon mal schön. Tante Rhodey, geht's dir gut? Okay, die guckt so ein bisschen gequält. Ich weiß nicht, ob die auch krank ist. Ich glaube, die ist einfach nur zu faul, sich zu bewegen. Hat keinen Bock auf uns. Und ich kann sie verstehen. Bin da jetzt... sieht sehr berechtigt aus. Vielleicht kann man sie mit etwas zerstören. Er ist mit einem Klebeband gesichert, das mit der Hand nicht entfernt werden kann. Okay. Dann kaust durch. Da brauchen wir einen Dietrich für. Ich muss jedoch echt zwischendurch mal was trinken. Also ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Gut. Wo gehen wir als nächstes hin? Hier ist es zu. Da oben kommen wir so einfach auch nicht hin. La 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 la. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, shit. Ich habe das Gefühl, der sucht uns. Hau ab. Ich verstecke mich jetzt einfach hier. Ist hier irgendwas? Nö. Der sucht uns doch jetzt safe. Und den Gefallen tue ich ihm nicht. So. Oder? Aber ich würde einfach sagen, ob der uns findet oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.